Damit hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen neuen Tavernbrew. Diesmal heißt es Kartenkolosseum. Heroischen Kämpfern winkt heroische Beute. Für mehr Siege gibt es mehr Belohnung. Nach 12 Siegen oder 3 Niederlagen endet die Runde. Das Ganze scheint ein bisschen auf Arena aufgebaut zu sein, das ist ja genauso. Und je mehr Siege wir einfahren, desto höher wird die Belohnung. 3 Niederlagen, logischerweise fliegen wir raus. Das Ganze endet in 3 Tagen. Und ich sage einfach mal verstanden. Der Zugang zum Kartenkolosseum kostet normalerweise etwas. Aber da es euer erstes Mal ist, geht das aufs Haus. Viel Spaß. Dankeschön, Blizzard. Ansonsten 150 Gold, wie man gesehen hat, pro Zugang. Das heißt, macht man es normal. 150 Gold. So, 0 Niederlagen, 0 Siege. So, das wilde Kartenkolosseum. Willkommen, Gladiator. Erstellt ein wildes Deck mit Karten aus jeder Hearthstone-Erweiterung. So, möchtet ihr mit dem Deck in eurer Zwischenablage ein neues Deck erstellen? Machen wir einfach mal ja. Zack. Ich habe den Cube-Block mit eingeführt, möchte ich zugeben. Dam, dadam, dadam. 30 Karten, fertig. Und ich will einfach mal gucken, mein Cube-Block ist eigentlich ein Standard, Standardkarten, ein Standarddeck, so rum. Mal gucken, wie weit wir hier im wilden Modus einfach mal kommen. Während dieser Chaosrunde könnt ihr euer Deck nicht bearbeiten. Ist dies euer endgültiges Deck? Jo. So, und schauen wir einfach mal, was hier auf uns zukommt. Doomguard haben wir, die Mortal Coin ist schon mal sehr nett und Mountain Giant können wir auch behalten. Rexha! Lass die Jagd beginnen. Eure Seele wird mir gehören. Ja, die Verdammniswache sehen Doomguard, schicken wir mal wieder zurück. Kann man was mit anfangen? Ist nicht die beste Starthand, aber wir können was damit anfangen. Oh ja, okay. So, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht habe ich ja Glück, wie immer. Wie meistens, nicht wie immer, aber wie meistens. Dass wir die erste Runde gewinnen. Mal gucken. So, cool wäre natürlich, wenn wir das Ding jetzt wieder zurück auf die Hand kriegen könnten. 2, 4, 6, 7, 8. So, und kosten die Giants nächste Runde 4. Könnten wir schon mal einen rausholen. Machen wir einfach mal. Ja gut, können wir mit leben. Ja, mal schauen, wie sich unser Standardkartendeck hier schlägt. Oh, du kleiner Penner. Ich überlege, wenn wir die Waffe anlegen, kommt eine Doomguard auf jeden Fall in die nächste Runde. Ich glaube, wir werden die Waffe erstmal anlegen, gell? Was verlangt ihr von mir? So, mal gucken. Charge, charge, jetzt will er es wissen. Dämonen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich nehme ein Buch! So, machen wir das Ganze einmal so. Jetzt machen wir schon mal 5 Schaden, 5 Lebensentzug. Ein Kinderspiel. Kann man machen. Kann man erstmal machen. Alleine um das Deck zu kontrollieren. Wie viele Karten hat denn der Beste noch? 7, 2, 4, 6, 7, wir auch.
Okay, er führt auf jeden Fall noch ein paar. Dum, 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 dum. Na. So, kommt die nächste Doomguard an. Süße, süße, süße. Fian ist ja auch auf 3 HP. Schade, ich hätte mal vorher ziehen müssen, nicht hören. Habe ich nicht dann gedacht, hätte ich Emsebremse gleich zerstören können. Aber gut, wir haben eh noch weder einen Cube noch den Void Lord. Von daher, so, jedes Geheimnis jetzt erstmal 0. So, holen wir uns nochmal 5 Leben eventuell zurück. Plus eine Mortal Coin. Wird auf jeden Fall ein Panther mit bei sein. Mit Sicherheit. So, warte mal dann. Na, nice. So, da haben wir den Void Lord. Dann werden wir das Ganze einmal so kopieren. Ja, ist easy, kann er machen. Viel Damage sind nicht schade drum, wir haben den Kampfschrei bekommen. So, dann werden wir die Emsebremse hitten, uns eine Karte ziehen. So, das ist auch der besagte Panther. Bringt das was? Das bringt gar nichts. Wir haben 2, 4, 6, 8. Machen wir das Ganze so. Gehen wir mal kurz ins Face. So, und hoffen mal, dass wir in der nächsten Runde einen Cube bekommen. Der würde nämlich sehr passend sein. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Void Lord im Deck. Bluthescher Gul'dan. Zweimal Gesichtslosen Manipulator. Zweimal den Cube. Noch ein Hellfire. 2 Defy und zweimal Mistress of Mixtures. Die wären natürlich nicht praktisch, nicht wirklich praktisch. So, der Jäger hatte nichts, wo er das Board komplett irgendwie zurücksetzen konnte, gell? Wie verschwinden oder sonstiges. Das heißt, unsere Karten stehen hier momentan noch sehr, sehr gut. So, den anderen Void Lord könnten wir theoretisch rausholen, wenn wir hier den besessenen Lakaien spielen und vernichten. Wären auch die Chancen höher, noch einen Cube zu ziehen. Okay, ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf uns. Dann war es dasselbe Spiel wie immer. Wir haben das die erste Runde im Tavern Brawl gewonnen. So, sehr schön. So, und ich werde diesmal nicht nur eine Aufnahme vom Tavern Brawl machen, es werden diesmal mehrere, solange bis wir 3 Niederlagen haben. Und ich würde sagen, momentan sind wir noch nicht allzu lang dabei. Wir werden jetzt hier noch ruhig eine Runde machen. So. Oh, ein goldener Gul'dan. Seele wird mir gehören. Ich bin euer schlimmster Albtraum. So, weg mit dir, weg mit dir. Theoretisch brauchen wir dich nicht. Behalten würde ich dich aber noch ganz gerne. Na, schade. Okay, aber können wir auch was mit anfangen.
Palüm, palüm, komm raus, du Wicht. Entschuldigt bitte, es kann gerade etwas laut gewesen sein. So, damit haben wir schon mal 8 Karten. Sehr schön, zweimal das Hellfire. War schon mal unseren Zauberamnetist ein bisschen aufwertet, auf jeden Fall. Wobei mir der Kobold-Bibliothekar etwas lieber wäre. Alles klinisch getestet. 8, 9er. Ein Zulok, der so spät rauskommt, würde mich jetzt wundern. Alles klinisch getestet. So, damit wird der eine Zauberamnetist aufgewertet. So, haben wir neun. Wir ziehen auf jeden Fall keine mehr. Eigentlich wollte ich noch eine ziehen, aber das lassen wir mal lieber. Na, kommt jetzt ein Mortal Coin. Ein dicken Sportler. Was für ein Schlamassel habt ihr mich diesmal hereinbeschworen? So, und sind wir bei 4 und könnten wir nächste Runde noch die Mortal Coin auf jeden Fall nutzen. Sieht doch noch sehr, sehr dufte aus für uns, würde ich behaupten. Oh, 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 okay. Dieser hier wird sich als äußerst nützlich erweisen. Hoffentlich. Ah, palüm, 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 palüm. Ich könnte jetzt den besten cuben. Wäre 5, dann kriegen wir für ihn, aber ich muss auch 4, 5. Schade, mir fehlt ein Punkt. Okay, aber den Imperator kann ich ihm nicht da lassen. So, belassen wir es so. Ich hoffe nicht, dass er unseren Void Lord jetzt kaputt kriegt. Wäre uncool. Wäre sehr uncool. Oh, what? Die ist natürlich auch extrem bescheiden. Wobei, sollten wir jetzt einen gesichtslosen Manipulator kriegen, haben wir auch von ihr einen Vorteil. Palim, 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 palim. So, machen wir das Ganze doch mal so hier. Okay, damit lässt sich leben. Ich weiß gar nicht, wie hoch der geht. Ich glaube bis 5-5. Oder ist das Ding unendlich begrenzt? Na, jagt denn jetzt in der Luft? Was hat ihm das jetzt genau gebracht? Ist der nächste jetzt bei 7-7 oder was? So, dann drawen wir erstmal noch eine Karte hier, gell? Ziehen wir uns noch mal eine Runde hier. Der nächste Void Lord, sehr schön. Damit ist der Damage auf Maximum. Ich hoffe nicht, dass er jetzt einen Silence hat. Moment, den spielen wir noch nicht. Gehen wir erst noch mal 3 ins Gesicht.
wie das Ganze jetzt so. Hat er ein Silence? War unser Cube jetzt natürlich für den Arsch? Er hat bestimmt drauf Nee, hat er nicht. Was? Ja gut, kann man machen, ne? Wieso nicht? So, okay, alles klar. Pass auf, dann werden wir... So, 4. Na, oh, mit 3 natürlich hier komplett zerstört, ne? So, hier kriegen wir dann 2 neue Void Lords raus. Kann man machen. Ich würde sagen, wir lassen das Board so erstmal stehen. So, momentan spricht noch alles für uns. Wie sehen denn die Karten aus? 14 zu 10 kann man machen. Die 4 Karten machen den Core nicht fett, zumal wir hier schon unsere beiden Gärtners fürs Endspiel haben. Können demnächst von mir aus gerne rauskommen. Ich werde versuchen, dadurch, was haben wir noch? Wir haben nur noch einen Doomguard mit im Deck. Und 2 Riesen, daher brauchen wir den besessenen Lakaien eigentlich nicht. Der spielt sich sonst nur unnötig mit Enzot aus. Durch Enzot kriegen wir denn die Mistress of Makers auf jeden Fall wieder und ich hoffe doch ordentlich Doomguards. So, das Schöne ist, dem werde ich 1, 2, 3. Ja, okay. Etwas verplant, mein Bester, etwas verplant. Oh, schön, okay. Okay, der bringt dir nicht mehr. So, jetzt kommt der Doomguard raus. Der gesichtslose Manipulator. Mit dem Doomguard einmal so, dann so, dann so. So, warte mal, ziehen wir noch mal eine Karte. Ach, wow, 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 kleines Missplay. Hätte ich so gemacht und Hellfire gespielt, hätten wir auch diese Runde jetzt schon beenden können. Palim, palim. Na gut, aber das Ding haben wir locker gewonnen. So, pass auf, dann machen wir das mal so. Machen den kaputt. Just for fun, nur weil wir es können. Und Hellfire. Das war's, mein Freund. So, und damit haben wir auch schon die 2. Runde im dieswöchigen Tavernenbowl geschafft. Und noch ein Level-Up mit Hexer. Sehr schön. Der Q-Block setzt sich auf jeden Fall durch. Ich liebe dieses Deck, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nicht umsonst habe ich letztens auch wieder mein Deckguide, meine Deckvorstellung da ein Video rausgebracht. So, aber damit haben wir jetzt 2 Siege im dieswöchigen Tavernenbowl eingefahren. Bleibt dran, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst von den dieswöchigen Tavernenbowl. Damit verabschiede ich mich erstmal mit dieser Folge, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.